Hallo, ich bin Atini, Künstlerin aus Hamburg und male hauptsächlich Porträts, meistens mit Aquarellfarben oder Watercolor. Also wenn du das heute am Mittwoch siehst, dann habe ich Geburtstag und in diesem Video soll es mal nicht um mich, um meine Kunst in erster Linie gehen, sondern um eine Organisation, die mir wirklich sehr am Herzen liegt. Und zwar ist das Go Banyo. Es geht um einen mobilen Duschbus für obdachlose Menschen in Hamburg. Seitdem es diese Crowdfunding-Aktion gab, ich war davon so beeindruckt, denn der Dominik, der dieses Projekt in die Wege geleitet hat, war selber obdachlos und erzählt eine sehr, sehr rührende Geschichte darüber, wie schwierig es sein muss, als obdachloser Mensch sich nicht waschen zu können. Und dadurch fühlt man sich unwohl und man kann vielleicht viele Dinge, die man sich vornimmt, nicht wahrnehmen, weil man vielleicht ein Schamgefühl hat. Ich werde euch mal einen Link in die Videobeschreibung stecken. Da könnt ihr alles Wissenswerte, was dieses ganze Projekt beinhaltet, nochmal nachlesen, wenn euch das Ganze interessiert. Und ja, ich würde sagen, ich fange jetzt an zu malen. Okay, genug gequatscht. Wie immer, let's go. Die Idee zum Bild hatte ich schon vor ein paar Wochen. Ja. So sieht das aus. Also häufig mache ich das ja am iPad, aber diesmal wollte ich so schnell wie möglich auf die Bühne bringen, so schnell wie möglich aufs Blatt bringen. Ja, und das ist halt Park Fiction. Ich mach's mal ein bisschen größer. Und davor steht dann der Duschbus. Ist doch gut, oder? Ein neuer Tag, ein fertiges Bild. So sieht jetzt das Ganze aus und das werde ich jetzt im Anschluss mit Aquarellfarben ausmalen und das machen wir am besten in so einem Speed Painting.